Würdest du dich jetzt vorstellen? Wie heißt das Zauberwort? Bitte? Würdest du dich jetzt bitte vorstellen? Vielleicht noch ein bisschen freundlicher. Wärst du so nett und würdest uns deinen Namen verraten? Jetzt habe ich keine Lust mehr. Dann mache ich es. Meine Damen und Herren, ich darf vorstellen. Frederik! Herr Regus, was setzt uns deine Hand aus meinem Gesicht? Bist du Tierarzt? Nein. Dann nimm deine Hand aus meinem Hintern. Ja, jetzt, wo wir mal drüber gesprochen haben, denke ich mal drüber nach. Frederik, mein Name ist Frederik. Und weiter? Hetz mich nicht. Du wirst jetzt deinen Nachnamen sagen. Nein? Ja. Ich heiße Frederik Freiherr vom Furchensumpf. Das ist adlig. Ja. Mein Vater war ein Adler. Und deine Mutter? Fasan. Das glaube ich, ja. Das kann man im Ansatz sogar noch erkennen. Und warum trägst du die ganze Zeit diese, sagen wir mal, alberne Sonnenbrille? Die ist nicht albern. Die ist cool. Du siehst aus wie Heino. Bisschen. Von der Seite. So, wenn man so die Augen zukneift. Ja. Du meinst den, der als kleines Kind so hoch singen konnte? Na, das ist Heinche. Quatsch, Heinche ist das Walross vom NDR. Das Walross vom NDR hieß Antje. Nee, Antje heißt deine Nachbarin. Die heißt Cordula. Sieht aber aus wie Antje. Nee, da muss ich was sagen. Also die Cordula, die ist... Fett. Die ist nett. Die ist nett. Nett? Ja. Und sie sieht aus als... als sei sie vom Himmel gefallen. Ja, mach aufs Gesicht. Cordula? Ja? Ja, hat überhaupt nichts getan. Doch, sie hat mich geärgert. Hast du sie auch? Hab ich nicht. Hast du wohl? Hab ich nicht. Du hast was zu ihr gesagt. Ja. Ich hab nur gesagt, sie sollte sich ihre Strümpfe mal glatt ziehen. Ja, aber du wusstest... Nein, ich wusste nicht, dass sie gar keine anhatte. Dann wunderst du dich, wenn sie dich ärgert. Jetzt nimmst du mal diese Brille ab. Hör auf! Und ich hab's eigentlich gesehen, dass sie Sonnenbrille trägt. Wo sind die Leute hin? Was? Alle noch da. Müssen die Augen aufmachen. Bitte. Nein. Bitte, bitte. Nein, nein. Warum denn nicht? Ich schiede. Jetzt schämst du dich, weil du schielst. Ja. Pass mal auf, du brauchst dich nicht zu schämen, weil du schielst. Jetzt entschuldigst du dich erstmal, dass du so frech warst. Dann haben dich die Zuschauer auch wieder gern. Meinst du? Ja. Auch Wilfried? Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich helfe dir, sag doch. Entschuldigen Sie, dass ich so frech war. Was soll ich sagen? Entschuldigen Sie.
Ist das los? Nein. Entschuldigen Sie, dass ich so frech war. Okay. Hallo? Hetz mich nicht. Entschuldigen Sie, dass ich so frech war. Sag mal, Sascha, ja? Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du ein echt guter Bauchredner bist? Nein. Dann frag dich mal, warum. Das reicht. Nimm's!